Noch nie war Fotografieren so einfach. Per Smartphone hat ja jeder ständig eine Kamera dabei und die wird dann auch gerne und häufig genutzt. Eine wahre Bilderflut, die da entsteht. Von den sogenannten Selfies allein werden pro Tag Millionen geknipst. Es ist ja auch wirklich sehr einfach. Einmal alle zusammenstellen, Kamera umdrehen und zack. Und so sieht das Selfie dann als Foto aus. Und ein Fotograf aus Hannover hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt und eine Ausstellung daraus gemacht. Es geht ganz fix. Draufhalten, auslösen, fertig. Und schon ist der Beginenturm in Hannover zum Beispiel festgehalten. Dort im Turm zeigt derzeit Fotograf Joachim Giesel seine Beobachtungen zu diesem weltweiten Phänomen. Es wird so viel geknipst, dass täglich pro Minute 14.000 Bilder ins Netz gestellt werden. Das heißt also weltweit natürlich. Täglich pro Minute 14.000 Bilder. Und wie viele Minuten hat ein Tag? Sie können sich vorstellen, das sind also über Milliarden Fotos, die ins Netz gestellt werden und oben im Netz irgendwie rumzwitschern. Dieses unbedachte Knipsen in allen Lebenssituationen macht den ausgebildeten Fotografen nachdenklich. Und man sollte sich schon bewusst werden, dass man jetzt ein Bild macht und dieses Bild ist Zeugnis eben von dieser Zeit, in der ich jetzt hier war. Ne? Interessant ist auch, dass bei einer Untersuchung von 3 Deutschen kriegen 2, wenn sie im Urlaub sind, die schöne Landschaft und sowas, die schönen Dinge gar nicht mit, weil sie damit beschäftigt sind, zu fotografieren und die dann auch gleich zu posten, die Bilder. Ne? Mich reizt es eben, Menschen zu fotografieren, die nicht wissen, dass sie jetzt fotografiert werden. Das heißt also, die sich dann wirklich unbeobachtet fühlen und sich so auch geben. Digitales Fotografieren mit Smartphone oder Tablet ist inzwischen so einfach. Jeder kann es, jeder macht es. Doch es entsteht, so der Fotograf, nur eine leere Masse. Bilder sollen sprechen können, sollen einen Betrachter ansprechen. Aber dieses Blabla, was wir da in den Netzwerken, in den sozialen Netzwerken so erleben täglich, das ist fürchterlich. Deshalb versucht er es anders zu machen. Ja, hier zum Beispiel, dieses Bild habe ich im Städelmuseum in Frankfurt gemacht. Mich reizen immer in den Situationen, die ich erlebe, reizen mich irgendwie Gleichheiten auch, Korrespondenzen. Und mir fiel sofort auf die Beinkleidung der beiden Herren. Das ist Goethe von Tischbein gemalt. Und der Tourist, der dann ähnlich mit der Beinkleidung dahin geht. 75% aller Schnappschüsse, die weltweit entstehen, sollen Frauen gemacht haben, hat Giesel herausgefunden. Was nicht heißt, dass die Ausstellung für Männer uninteressant ist. Morgen ab 15 Uhr führt er durch die Bilderschau im Beginenturm Hannover. Der Eintritt 3 €.